Grazi, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Chrono Trigger. Ja, im letzten Part haben wir gemerkt, dass die Königin Lin hier unsere Dawn ist, die ebenfalls Prinzessin in unserer Zeit ist, Prinzessin Nadia. Und wir haben mittlerweile den Plot aufgedeckt von einem bösen Monster, der den Kanzler entführt hat, um so an Königin Lin heranzukommen. Außerdem haben wir einen neuen Mitspreiter gewonnen, Kermi, einen sprechenden Frosch, der ebenfalls mit Schwertern angreift und uns ein sehr guter Kamerad ist. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Und jetzt sind wir immer wander noch, dringen wir weiter in die Kathedrale ein. Wow, nein, eine Falle, um Königin Lin zu retten. Hier, der schläft, den könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich mache ihn grundsätzlich nicht. Auch diese Fledermäuse mache ich nicht, weil... Nö. Hier müsst ihr aufpassen. Oh. Okay, hier haben wir einen Komplizen und einen Flederwahn. Der Flederwahn. Den habe ich jetzt aber wirklich nicht aufgeschrieben. So ein Mist. Na gut, macht nichts, werde ich euch einblenden. Oh, den habe ich auch mit erwischt. Cool. Okay. So. Ein Tonic und eine Heilung erhalten. Wunderbar. Auch hier könnt ihr den Kampf machen. Oder nicht. Oder wie ich, ihr läuft einfach in den rollenden Komplizen rein. Das könnt ihr euch aussuchen. Wie ihr wollt. So. Wir machen mal eine Schlagzunge. Ich zeige euch die mal. Bam. Ah. Bam. Ja, er macht das quasi ein typischer Frosch. Wo kommst du denn her? Ein typischer Froschmanier. Au. Na gut, okay. Dann warten wir jetzt mal auf den Feuerwirbel. So. Und machen wir wieder den Schlagzunge. Bam. So. Der Feuerwirbel ist auch ein garantierter Hit. Wie wir eben gesehen haben. Also der trifft auf jeden Fall immer. Ja. Falls ihr solche Gegner habt, die irgendwie, weil sie fliegen und euch dann ausweichen. Nehmt den Feuerwirbel. Oder eine Magieattacke. Und dann sollte das alles kein Problem sein. So, hier machen wir auch diesen Totenkopf. Und schon ist der Weg frei. Uhu, was für ein kompliziertes Rätsel das doch war. Oh mein Gott. So. Okay, und hier kommen wir wieder gegen drei Komplizen und zwei Diablo. Die aber kein Problem sind. Wir machen einfach... Na los. Wir kassieren erstmal Schläge. So, machen den Feuerwirbel hier und machen einen Diablo da. Und schon verabschieden sich die Komplizen aus dem Spiel. Bam. Okay, und Kirby greift ganz normal mit seinem kleinen Schwert an. So, okay, ich werde euch mal den X-Schlag zeigen. Der X-Schlag ist ziemlich stark. Wie ihr sehen könnt, greifen Kirby und Mooney in einem Kreuz. Eine Art Kreuz an. Es kommt immer darauf an, wie sie gerade auf dem Feld stehen. Aber sie greifen halt gebündelt an und diese Attacke ist ziemlich stark. Mooney erreicht schon wieder eine nächste Stufe. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Wir haben ein Eisenschwert erhalten. Das ist jetzt für Kermi. Der Unterschied zwischen den Schwertern ist eigentlich, dass wir eher leichte Klingen bevorzugen. Und Kermi eher schwerere Klingen. Also sprich so Anatalpender und Bastardschwerter und sowas. Und wir eher leichte Degen. So, damit hat sich jetzt was getan. Jo! Das war ziemlich unklug. Ich wollte eigentlich noch vorher mal speichern. Aber gut. Ah, ja. Na gut. Machen wir diese ekelhaften vier Flederwale nochmal. So. Beziehungsweise, was heißt nochmal? Ich hab die ja noch gar nicht gemacht. So, mal schauen, ob wir alle vier treffen. Nein, leider nicht. Der Schlagzunge sollten wir den vierten aber treffen. Weil damit ziehen wir uns ja zu uns hin und... Bläpp. So, weg mit dir. Okay, 300 Jill, Crazyland nächste Stufe. Bekommt die nächste Stufe, schön. Okay, so, jetzt ist hier eine Tür erschienen, in der wir durchgehen. Okay. So, hier sind wieder zwei Naggeretten und zwei Komplizen. Womit es sich mit dieser Naggerette Bromid, die wir im letzten Part eingesammelt haben, auf sich hat,
werde ich zu gegebener Zeit erklären. Dieses Item können wir jemandem bestimmten geben, der uns was sehr Nettes dafür gibt. Aber dazu dann später mehr. So, das war ziemlich unklug. Jetzt habe ich einen Falschen angegriffen. Egal, du bist trotzdem tot, mein Freund. Bäm. Okay. 11 Punkte, ist das süß. So, okay. 38 Erfahrungen, 4 Tech-Punkte, 34 Gold. Uhuhu. Okay, hier sind nochmal zwei. Nochmal zwei Komplizen, die werden wir ebenfalls schnell Feuerball platt machen. Au! Du Sau. Weil links von uns ist ein Speicherpunkt, in der wir nochmal uns komplett erholen können. Und das ist auch nötig, denn hinter dieser Tür lauert unser erster richtiger Bosskampf. Und Kirby kriegt doch mal eine Aufstufung, das ist schön. Plipp. So, wir nehmen nochmal eine Unterkunft. Zack, zack. Level 6 und Level 7. Das sollte locker reichen. So, und wir hören schon, die Musik verändert sich. Bald ist es soweit, Königin Lehn. Oh, da steht der Kanzler. Es ist immer der Kanzler. Ja, wie seid ihr hier reingekommen? Kirmi. Majestät, tretet zur Seite und überlasst uns die Ehre. Seid vorsichtig. Und Lin haut einfach ab. Okay. Ja, Kämpfen ist sinnlos. Niemand wird hier lebend herauskommen. Dummer Frosch, wird Zeit, dass du den Löffel abgibst. Oh mein Gott. Verwandlung! Wie Verwandlung? Oh mein Gott! Blitze zucken heraus und er verwandelt sich in einen hässlichen Maulwurf. Oder sowas. Uah. Er ist wieder Chakra geworden. Okay. Ja, Leute, das ist unser erster Bossfight. Chakra hat 920 HP, gibt uns 50 Erfahrungen, 600 Gold und 5 Tech-Punkte. Chakra hat, kann unsere Sachen kontern, wenn wir ihn physisch angreifen. Das macht er allerdings zum Glück nicht immer, aber sehr oft. Und das greift leider die ganze Gruppe an. Dementsprechend, immer wenn es kommt, greift uns die ganze Gruppe an. Dementsprechend könnt ihr, wenn ihr noch gut seid, könnt ihr alle angreifen. Aber zu gegebener Zeit solltet ihr jemanden zum Heilen abstellen. Da wie ihr sehen könnt, miau, greift er mit dem Konter an, was sehr nervig ist. Chakra, Spezialangriff, Nadeltrudel. Auch das ist nicht nett, wie ihr sehen könnt, zieht uns das 47 HP ab. Wir benutzen mal einen Tonic. Zack, zack, so. Wie gesagt, ich stelle immer Crazy zum Heilen ab, weil der X-Schlag macht genügend Schaden. Droll. So, niau. Au, au, au. So. Jetzt könnt ihr auch mal eine komplette Tonic-Runde verwenden, wenn ihr wollt. Aua. Hast du mich gerade mit einer Bowlingkugel beschmissen, du Arsch? So. Ihr könnt es aber auch, ihr könnt es auch lassen, weil der hat nicht mehr so viel AP. So, wir machen gleich nochmal einen X-Schlag. Bam! Wieder 172 Schaden. Oh mein Gott, oh boy, bin ich gut. Okay. Wie gesagt, solange er nicht seinen ekelhaften Nadelangriff macht oder ein Erdbeben verursacht, soll mir das ziemlich wurscht sein. Denn du bist jetzt eh gleich hin, mein Freund. Das müsste es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Nein, immer noch nicht. Okay. Na gut, dann machen wir noch einen. Wie gesagt, er ist auch nicht besonders schnell. Dürfte eigentlich keine Probleme verursachen. Und das war er schon. Nicht sehr schwierig, der erste Gegner. Ja, und er vergeht in einem gleißenden Licht. Okay, so, und da sind die 50 Erfahrungspunkte und die 5 Tech-Point und die 600 Gold. Jawohl. Und Siegesmusik und Lin kommt auf einmal wieder. Ich habe gedacht, die hat schon die Fliege gemacht. Ihr kamt, um mich zu retten. Danke, Kirmi. Der König wartet. Gehen wir ins Schloss zurück. Ich danke euch, Mui und Crazy. Ja, tausend Dank. Bitte kommt mit uns. Okay. Ja, ich habe schon gedacht, Frog verlässt uns. Aber natürlich nicht.
Oh, und hier ist der Kanzler! Der echte Kanzler, wohlgemerkt. Boah, danke. Das Biest hat mich hier eingesperrt. Oh, eure Hoheit. Ich bin unverletzt, wie ihr seht. So, wir würden noch schnell die Truhe an Ether Medium erhalten. Schön. Okay. Lasst uns ins Schloss zurückkehren. Na klar. Okay. Und ganz flott geht es gleich zurück zur nächsten Szene. Ich war um Sorge um dich, Lin. Na egal. Dieser böse Dakra, mich einzusperren und die Königin zu entführen. Wir brauchen ein Rechtssystem in diesem Reich, um solche Teufel zu bestrafen. Ich habe als Wächter der Königin Lins versagt und Schande über euch gebracht. Kermi! Nochmal niederknien und sich verziehen. Okay. So, wir haben die Ordnung wiederhergestellt. Ihr kamt zur rechten Zeit. Wer weiß, was ohne eure Hilfe aus mir geworden wäre. Übrigens, wo ist das Mädchen, das man für mich hielt? Ach ja, Prinzessin Nadia, ganz vergessen. Moni, wo ist Prinzessin Nadia verschwunden? Vielleicht ist sie noch hier. Okay. Danke, Moni. Aber wer war die Maid, die wir in der Schlucht fanden? Dieser böse Dakra, mich einzusperren und die Königin zu entführen. Wir brauchen ein Rechtssystem. Ja, das hast du schon mal gesagt. Okay. Dann werden wir jetzt mal dahin laufen, wo Dawn verschwunden ist. So. Ah, das sieht doch gut aus. Oh, mit der epischen Wiederkommensmusik ist Dawn wieder da. Hä? Was ist passiert? Prinzessin Nadia. Moni. Es war schrecklich. Ich weiß nicht mehr alles genau. Ich war an einem kalten, düsteren und einsamen Ort. Ob es so ist, wenn man stirbt? Willkommen zurück, Prinzessin. Ihr habt euer Leben für mich riskiert, Prinzessin? Ihr habt's wohl rausgekriegt. Tut mir leid, dass ich dich getäuscht habe, Moni. Ich bin Prinzessin Nadia. Mein Vater ist König Gardier der 33. Geil. Es war so lustig mit dir auf dem Fest. Wenn du gewusst hättest, wer ich bin, Moni, dann hättest du mich bestimmt nicht herumgeführt. Natürlich. Oh, Moni, genau dafür mag ich dich. Der echten Königin geht's gut, nicht? Also, gehen wir nach Hause, Moni. Okay, so. Und Dawn hat sich uns wieder angeschlossen. Haben wir irgendwas? Ja, wir haben den... Oh, den Bronzehelm habe ich gekauft und nicht ausgerüstet. Bin ich gut. Obwohl, wir haben eh schon so viele Erfahrungen. Wir machen mal den Bronzehelm und den Karateanzug. So, Schleife. Was macht denn die Schleife? Treffer plus 2. Ja, wir machen auch mal ein Stimmband hier. Klingt gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir unser erstes Abenteuer erfolgreich bestanden. Wir haben die Ordnung wiederhergestellt. Königin Lin ist wieder da. Dawn ist auch wieder da. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück zu dem letzten Palast. Oh, hier ist der Frog. Und wieder die gute Musik. Durch meine Schuld gerät die Königin in Gefahr. Ich werde euch verlassen, um weiteres Unheil zu meiden. Nie! Eure Ähnlichkeit mit der Königin ist geradezu unheimlich. Moni, mich dünkt, dir liegt das Schwert. Oh, okay. Sehr gutes Lob. Fröchle, du weißt dich ja auch nicht schlecht. Okay. So. Und ich würde sagen, damit gehen wir wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und erstmal aber holen wir hier uns wieder das, beziehungsweise die Unterkunft ab. Ja, wir wollen hier keine Zeit mehr verschwenden. Wir haben eh schon alles gemacht, was es hier zu erledigen gibt. Und das bedeutet, wir werden jetzt zu diesem Portal zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Vielleicht kommen wir damit auch wieder zurück. What the hell? Scheiße, hier ist ein Poli. Der Poli hat, so viel ich weiß, 90 Lebenspunkte. Gibt uns, glaube ich, drei Tech-Punkte. Ich bin mir aber gerade unsicher, weil ich auch dafür die Dorten leider noch nicht aufgeschrieben habe. Mit dem habe ich leider gar nicht gerechnet. Verdammt. Na gut.
Ich hoffe, das kommt hier nicht wieder vor, Leute. Schlechte Vorbereitung. Von meiner Seite aus. Nix gut vorbereitet. Beziehungsweise Gegner übersehen. Okay, Muni lernt Stich. Okay, wir haben unsere zweite Technik gelernt. Gucken wir gleich mal. Stich. Und wie ihr sehen könnt, können wir davor, danach wohl nichts mehr lernen. Okay. Das ist natürlich blöd. Na gut. Oh, was ist hier? Tada. Wie kommen wir nach Hause? Alright, Prinzessin, wir... Bitte, nenn mich Dawn. Also gut, Dawn, beobachte. Miau. Wow. Crazy, du bist erstaunlich. Ja, nicht wahr? Keine falsche Bescheidenheit, du bist wirklich begabt. Ich würde meine königlichen Vorfahren sofort gegen dein Genie tauschen. Nee. Hä? Okay. Nun, wenn du meinst. Jedenfalls nenne ich dieses Ding hier ein Tor. Wie einfallsreich. Es ist eine Art Portal, das einen an denselben Ort einer anderen Epoche bringt. Tore sind sehr instabil, also habe ich aus dem hinter meiner Teleschüssel... Was? Einen Torschlüssel gemacht. Jetzt haben wir sie unter Kontrolle. Aber warum erschien dieses Tor plötzlich? Entweder war es die Teleschüssel oder etwas anderes. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Gehen wir endlich in unsere Zeit zurück. Genau. Kommst du, Muni? Miau. Okay. Wuhuhu. Nun sind wir... Treten wir unsere Reise an. Zurück in unsere Zeit. Juhu. Bam. Und da sind wir wieder. Zurück auf dem Fest. Puh, wir sind zurück. Muni, Crazy, habt ihr nicht Lust, mit mir ins Schloss zu kommen? Wir könnten zusammen zu Abend essen. Dawn, entschuldige all das hier. Soll das ein Witz sein? Ich hatte seit Monaten keinen solchen Spaß gehabt. Und auch keine Freunde. Muni, sei so nett und bring sie nach Hause. Ich habe noch was zu tun. Bis bald, Crazy. Okay. Sie haut einfach ab. Bringst du mich nach Hause, Muni? Na klar. Okay, theoretisch könnten wir jetzt wieder auch ins Jahr 600 zurück. Also das Tor steht uns jederzeit auf. Aber wir haben hier nichts mehr verloren. Hier gibt es auch für uns nichts mehr zu tun. Dementsprechend werden wir gleich mal zurückgehen. Aber erstmal werden wir uns hier einmal ausruhen. Okay, so. So. Okay. Zack. Zack, zack. Gut. Oh, okay, die Musik hat sich auf einmal verändert. Sehr komisch. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt schon mal Schluss. Ein bisschen kürzerer Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch ebenso gefallen wie die anderen. Beigefallen, kommentieren, gut bewerten oder einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren oder es verbreiten. Das ist ganz euch überlassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und jetzt ja.